Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Türchen 19. Ja, und wie immer, wir fangen direkt an. Ich habe hier heute ein bisschen Platzmangel auf der Seite. Ihr seht das nicht, da ist ganz schön vollgestellt, weil ich gestern hier noch ein bisschen gewerkelt habe. So, die 19, die 19. Da ist sie. So, und nichts im Türchen, das dachte ich mir schon. Und wir haben wieder weiße Schokolade, so eine Kugel. Und ich habe ein bisschen Angst, weil ich erinnere mich an diese eine Schokolade, die habe ich auch tatsächlich weggeworfen, wo diese süße Creme drin war, die so süß war. Egal. Gott sei Dank nicht. Da ist so eine Kaffeecreme drin. Die schmeckt sehr gut. Ja, wie gesagt, mit dem IKEA-Adventskalender muss ich echt überlegen, ob ich mir den nächstes Jahr nochmal hole. Ne? Schauen wir mal. Hier hatte ich heute guter Start drin. Noch ein bisschen an die Seite. Plottermarie sollten wir wieder sammeln, gestern und heute. Und in dem Türchen 18 von gestern war ja diese Vinylfolie drin. Und wir schauen mal. So. Und auch hier ist eine Vinylfolie drin, und zwar so eine mit Pink, so ein bisschen Watercolor-Hintergrund und dann ganz viele, ja, was könnte das sein? Vielleicht Mistelzweige. So einzelne. Ja, die beiden Sachen. Und daraus kann man sich jetzt dann irgendwelche Bilder machen. Ich habe vorhin schon mal in das Video reingeschaut und habe geguckt, was sie da. Also ich habe vorgespult, nicht, dass ich direkt sehe, was jetzt heute in dem Türchen ist, sondern dass ich halt am Ende sehe, was sie gemacht hat. Und sie hat halt so einen Porzellan Weihnachtsbaum genommen, den man sich halt so in die Wohnung stellen kann als Deko, und hat da so ein Rentier und noch andere Figuren halt ausgeschnitten und hat die darauf geklebt. Das werde ich damit nicht machen, weil ich finde, die passen auch gut nicht zu Weihnachten. Und die kommen in meine Kiste, beziehungsweise bin ich immer im Moment dabei, so ein bisschen Sachen abzuarbeiten, die ich muss das ins Bild legen, sonst kriegt er das hier wieder nicht hin. Ich bin gerade dabei zu gucken, welche Sachen ich gerade so verarbeite, weil es waren ja jetzt wirklich viele Türchen schon. Und ihr habt gesehen, ich habe euch gestern schon gezeigt, die Karte, die ich gemacht habe, die war ja vom 1. bis zum 4. bei den Sachen, die drin waren. Und heute habe ich auch noch was gemacht, das zeige ich euch aber später. Und jetzt gehen wir erstmal auf meinen Monitor und ich zeige euch, was ich von Tante Plotter bekommen habe. Und zwar diese Datei hier, Yippie. So sieht die eventuell aufgeplottet aus, wenn ihr dann ja, so eine Folie benutzt. Finde ich, die Farben finde ich sehr cool. Ja, ich finde auch das Foto von dieser Frau, die hat eine super Ausstrahlung. Da hat sie ein gutes Foto gewählt. Aber ja, wie gesagt, also die Datei finde ich okay. Die ist okay. Ist jetzt nicht so der Mega-Burner für mich, aber sie ist okay. Man kann sie auf jeden Fall tragen. So, und von Tintenrebell gibt es heute zwei Dateien, weil gestern hatten sie Serverprobleme und da hatten wir kein Fensterchen. Aber heute und gestern war dann dieses hier drin. Ja, was sage ich jetzt dazu? Diese Datei wüsste ich, wem das vielleicht gefallen könnte. Die Sachen vielleicht sogar auch. Also genau die Sachen, die mir nicht gefallen, könnten eventuell Miss Fruchteis gefallen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Jetzt war ich mit der Maus auf der falschen Seite. Ja, und diese drei hier gefallen mir. Ich weiß nicht, könnte sein, dass ihr die auch gefallen. Aber also bei den Sachen hier, bei denen bin ich mir nicht sicher, weil sie mag das schon bei Stickern und so. Mag sie schon ganz gerne so Cupcakes, beziehungsweise hat sie halt auch Stempel und so, aber ich weiß auch nicht, ja, egal.
du jetzt gar nicht so viel, vielleicht. Vielleicht magst du es, vielleicht auch nicht. Kannst du ja mal drunter schreiben, Schatzi, ob du die Sachen magst oder ob ich mich da so vertue. Genau. Und mich würde auch interessieren, ob du die Sachen magst. Genau. Und wenn wir schon dabei sind, dann dürfen alle anderen da drunter schreiben, welches ihr Favorit ist. Und wir fangen an mit hier oben. Das ist die Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Also von links nach rechts immer, falls die Maus nicht zu sehen war. Und so zählen wir und dann dürft ihr mal drunter schreiben, welches euer Lieblingsbild war. So, und ich mache direkt weiter mit dem nächsten Bild von ihr und das gefällt mir richtig gut. Hier haben wir so eine Eule. Und was ich hier cool finde, also nicht nur die Eule an sich, ihr seht vielleicht, da oben ist auch noch ein Schmetterling. Hier unten, da kann man auch noch irgendwas, ich bin nicht sicher was, aber man kann da irgendwie auch noch was anderes erkennen. Also das ist jetzt für mich hier unten nicht unbedingt wegen dem hier. Also das hier, ja, das passt ja noch zu einer Eule. Aber das hier unten weiß ich nicht, wofür das sein soll. Sollen das die Beine sein oder soll man da noch irgendwas anderes erkennen? Also ich erkenne jetzt nichts anderes mehr, aber irgendwie hier unten, das finde ich unstimmig. Das würde ich vielleicht sogar abschneiden. Aber dann passt es nicht mehr, weil hier außen haben wir ja diese Punkte. Und da könnte man super Strasssteine reinarbeiten. Und ich hatte ja in dem einen Türchen von Plottermarie, von dem Adventskalender, hatte ich ja Strasssteinchen drin. Und ich kann mir vorstellen, dass die von der Größe hier reinpassen, weil die waren nämlich klein. Da muss ich mal ausmessen, wenn ich die Datei plotte, dann muss ich mal vorher die Löcher ausmessen, wie groß die sind. Also mir das mal in Einzelteile zerlegen sozusagen und dann halt messen, wie groß diese Löcher sind. Das interessiert mich, weil dann kann ich nämlich gucken oder das anpassen auf die Strasssteinchen. Genau, und könnte die da drumherum machen. Glaube ich, sieht mega schön aus. Also diese Eule an sich finde ich schon, das ist für mich wirklich bisher die schönste Datei, die in ihrem Kalender war. Mit Abstand. Genau. Ja. Wunderschön. Okay, ihr Lieben, das war diese Online-Sache. Und jetzt kommen wir zu meiner Mausi. Und ich bin mega gespannt, was sie zu ihrer 19 sagt. Wir haben ja da, ja, das ist so ein privat, so ein persönliches Ding zwischen uns. Bei ihr gibt es halt am 19. Sind immer besondere Tage. Wenn ihr wissen wollt, warum, dann geht auf ihren Kanal. Sie wird es heute bestimmt nochmal erzählen. Sie hatte es bei dem einen Tag, da habe ich irgendwie schon mal darüber gesprochen und da hatte sie das auch schon erwähnt, was am 19. so besonders ist. Aber genau, wenn es euch interessiert, sie ist unten in der Infobox verlinkt, dann könnt ihr da in der Infobox, Quatsch, unten in der Videobeschreibung ist sie verlinkt. Geht auf ihren Kanal und schaut mal, was so Besonderes ist am 19. Und ja, weil das einfach so ein besonderer Tag ist, gibt es bei ihr dann, bekommt sie dann immer ein besonderes Geschenk von mir. Genau, das hat sich irgendwie so eingebürgert und das macht mir immer riesen Spaß, weil dann sind es nicht nur zwei besondere Tage, also der Nikolaus und der 24., sondern eben auch noch der 19. Das finde ich immer ziemlich cool. So, und wir schauen uns mal als erstes das Bild an und hier ist dieses süße kleine Rentier. Und dann schauen wir uns die Bibelstelle an. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, was? Von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Okay. So, ich sehe es nochmal. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Genau, so. Wenn es vernünftig liest, dann klingt es auch stimmig, ne? Und das Ganze steht in Johannes 7, 38. Ja, und was fällt mir dazu so spontan ein? Also ich habe ja gesagt, dass ich mal so ein bisschen mehr über meinen Glauben auch sprechen möchte. Und ich möchte mich aber nicht groß vorbereiten. Wisst ihr, ich finde das dann nicht mehr authentisch irgendwie, wenn ich jetzt so mich stundenlang hinsetze und hier eine Predigt ausarbeite. So ist es nicht gedacht, sondern ja, wenn spontan irgendwas kommt, dann werde ich das so weitergeben. Ja, und theoretisch passt das sogar auch zu diesem Spruch hier, dass so wie es halt in der Schrift sagt, ne, wer an Gott glaubt, dann
fließen manchmal die Dinge einfach so aus ihm heraus. Manchmal bin ich im Gespräch mit Leuten, ja, so ein bisschen seelsorgerisch, wenn es denen nicht so gut geht oder so. Und dann, keine Ahnung, kommen die zu mir und wir unterhalten uns. Und dann sage ich denen manchmal Dinge, über die ich überhaupt nicht nachgedacht habe. Und die kommen einfach so aus mir raus. Und das bin dann natürlich nicht ich, sondern der Heilige Geist, der mir diese Dinge eingibt. Und Gott kennt uns alle. Er kennt jeden von uns und er weiß genau, was wir brauchen. Und das wird halt niemals irgendein Mensch wissen. Und da kann uns der Mensch noch so nahe stehen und noch so lieb sein. Kein Mensch kann das ausfüllen, was Gott ausfüllen kann. Genau. Ja, sehr schön. Kam doch noch etwas, fand ich jetzt gut. Ja, das packe ich hier an die Seite oder beziehungsweise ich lasse es hier liegen, damit wir gleich die Bildchen nochmal vergleichen können. Und das suche ich jetzt und dafür stelle ich euch einmal auf Pause. So, das Päckchen suchen dauert jetzt nicht mehr so lang. Der Karton ist ja schon relativ leer. Ich habe mein Päckchen gefunden und ich würde behaupten, es ist wieder so eine Art Duschgel oder eine Lotion oder so. Fühlt sich auf jeden Fall so nach einer Cremepackung an. Und ich schau mal rein. Ein Riesen. Und genau, wir haben hier ein Hibiscus Blossom. Und das ist für... Ach so, unten steht es groß und fett, habe ich nicht gesehen. Es ist eine Duschcreme. Genau, prachtvoll erwacht das rosarote Blütenmeer zum Leben. Behutsam berühre ich die zarten Blätter, die sich sanft in meine Hände legen und fühle mich auf wunderbare Weise verzaubert. Und ein Schokoriese. Und den werde ich nachher auf jeden Fall verdrücken. Die mag ich nämlich mega gern, die Dinger. Ja, vielen Dank, meine Liebe. Ja, das war es schon vom Kalender. Aber ich habe euch gesagt, ich habe noch was gewerkelt gestern. Und das zeige ich euch. Und zwar habe ich eine Datei genommen von Tante Plotter und habe mir einen Kissenbezug genommen. Und habe mir das da drauf gemacht, und zwar diese Seerose. Und ich hatte praktischerweise noch so einen blauen Kissenbezug. Ich hatte auch noch einen grauen, aber bei dem blauen sah es einfach stimmiger aus. Ja, und ich finde es sehr, sehr schön geworden. Und diese Folie, die war auch sehr, sehr gut zu entgittern. Das ist ja auch mal interessant zu wissen, wenn Folien gut zu entgittern gehen. Bei manchen Folien geht es nämlich richtig schwer und bei manchen geht es halt ganz, ganz easy. Und bei der hier ging es tatsächlich leicht und die fühlt sich auch, ja, na klar, es ist eine Plastikfolie theoretisch, aber die fühlt sich irgendwie weich an, so ein bisschen, ja, so ein bisschen kuschelig. Also es passt zum Kissen auf jeden Fall. Genau so, das habe ich dann jetzt gewerkelt. Das hat zwar jetzt nichts mit dem Kalender wirklich mit, ja doch, theoretisch ja, weil ich habe ja die Folie aus dem Kalender genommen. Ich habe ja theoretisch was kombiniert. Also einmal die Sache von Tante Plotter und eben von Plotter Marie die Folie, die war ja in meinem Kalender. Also hat es ja doch was mit dem Adventskalender zu tun. Ich würde gerade sagen, hat damit ja eigentlich gar nichts zu tun, aber hat es ja doch. Ja, ihr Lieben, das war meine 19 und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis morgen. Tschüss.